Hi Leute und willkommen. Wir haben wieder eine neue Challenge. Ich habe eine neue Challenge mir ausgedacht. Und zwar, wir haben zurzeit das Event. Ich zeig's euch. Hier, Superkrieger. Ups. Hier. Superkrieger heißt es. Event. Man sieht leider nicht die Trefferpunkte und auch nicht die, ja, die Schadenspunkte, die der Superkrieger schafft. Aber ich habe mir gedacht, komm, lass uns mal ausprobieren, was schafft denn der Superkrieger gegen hier den Dr. T. Den habe ich jetzt angegriffen. Und zwar, ich zeige ihn euch. Phase 1, hier geht's los. Challenge. Achso, und den Bullet, den wollte ich auch nehmen. Habe ich mir gedacht, komm, den nimmst du auch mal. Und wie das geworden ist, da schauen wir jetzt rein. Die ersten Angriffe drehe ich mal etwas schneller. Da sie doch sehr entspannt sind hier, wie ihr seht. Ganz easy. So können nämlich auch Rathäuser bzw. Hauptquartiere mit einem kleineren Level auch ganz gute Dr. T-Angriffe machen. Und hier ordentlich Loot absahnen. Also richtig, richtig viel Loot. Hier habe ich einfach mal wieder ein paar Krieger gespammt. Natürlich haben kleinere Hauptquartiere noch nicht so viel Loot, Kanonenbordenergie, aber man kann ja ein paar Gebäude farmen und dann hat man auch wieder ein bisschen mehr Kanonenbordenergie und kann etwas reißen. Das war schon Phase 2. Phase 3 habe ich natürlich auch zerlegt. Es geht los. Wieder ein paar Krieger, ein paar Superkrieger einfach oben hingespammt. Und unten natürlich noch den kleinen Held-Bullet. Und damit ist die Base auch schon down. So schnell kann es gehen, Leute. Phase 4 folgt sogleich. Wir schauen rein. Auch hier etwas schneller, da sie doch sehr, sehr low ist, die Base. Hier gehen die Superkrieger ein bisschen auch auf die Defense. Und die Base ist down, Leute. So muss es sein. Ganz entspannt. Die Phase Nummer 5, da wurde es schon interessanter, aber auch nicht wirklich so viel. Und zwar, schaut mal hin, einfach wieder Krieger spammen und die Base ist down. Genauso habe ich es gemacht. Einfach der Krieger hingespammt und noch den Bullet, also den Held gesetzt. Der hat noch ein bisschen aufgeräumt, dadurch ging die Base noch etwas schneller down. Hätte ich auch nicht gebraucht, ist ganz klar, aber nice to have. Hier räumt er auf. Und die Superkrieger heilen sich natürlich mit jedem Schlag selber, den sie machen. Und damit ist die Base auch schon wieder down. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. In dem Moment habe ich mir gedacht, komm, probierst mal noch eine Phase. Ja, mal schauen, wie viel sie schaffen. Und die Phase, die war echt glücklich hier. Da habe ich mir gedacht, komm, wir machen mal ein paar Abwehranlagen kaputt. Und dann mal schauen, was noch geht. Aber ich wusste, dass bei dieser Base auch ein sehr großer Damage ausgeteilt wird. Wie ihr seht hier, ganz entspannt, die Superkrieger am Hauptquartier einfach richtig viel Schaden gemacht. Und ich habe den Held auch gesetzt, und zwar hier unten. Richtig. Damit war die Base auch schon wieder down. Leute, ganz entspannt. Ihr braucht gar keine eigenen Truppen einsetzen, ja? Ihr braucht keine eigenen Truppen einsetzen. Einfach nur einen Schützer auf ein Boot haben, dann könnt ihr angreifen. Ohne Truppen geht's nicht. Obwohl man den Held hat. Und dann kann man ganz entspannt mit den Superkrieger und den Held Bullet hier richtig viel absahnen. Okay, und jetzt kommen wir zur letzten Phase, die Phase 7, Leute. Seid gespannt. Da ist auch wieder sehr wenig Defense um das Hauptquartier außenrum. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher. Ihr seht ja quasi die Defense. Klasse. Und natürlich auch die Action dann von den Superkriegern. Hast du ein bisschen den Schockwerfer ausgeschalten. Das war ganz, ganz wichtig. Dann noch die Boomkanone, auch ganz, ganz wichtig, da sie sehr, sehr viel Schaden macht. Und in dem Moment kam dann auch schon die Superkrieger hier angespammt, richtig angeflogen. Den Held habe ich, dachte ich, auch gesetzt. Ja, genau, unten. Bei dieser Base hat es schon ein bisschen länger gedauert, aber ihr wisst ja, ihr habt es schon gesehen. Es geht gut aus. Wir schauen mal rein. Der Held da unten schafft noch einiges und die Krieger heilen sich natürlich wieder enorm stark. Ich würde gerne mal wissen, wie stark die Trefferpunkte sind von den Kriegern. Hier habe ich noch ein paar Kritter zur Ablenkung gesetzt. Und damit war die Base dann auch schon down, Leute. Das war's gewesen. Eine kurze und knackige Challenge. Lasst mal einen Daumen nach oben und ein Like da, wenn ihr mögt. Abo nicht vergessen. Ist kostenlos auf YouTube. Und dann macht's gut und bis zum nächsten Video oder Livestream. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ciao.